Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Hab ich gerade mal wieder neu eingeloggt. Und da sind wir schon wieder. Und heute werden wir hoffentlich abschließen die Prüfung als Feuerwehrmann. Ich habe gerade gesehen, das Mikro war eben doch sehr nah auf der Ausschlag. Ich hoffe, es hat eben nicht zu sehr übersteuert. Vielleicht muss ich tatsächlich noch ein bisschen weiter weg wieder vom Mikro. Na, mal gucken. Ja, jetzt geht es aber erstmal hier da hinten hin. Den hatten wir schon gesehen. Wir waren ja hier auch schon am Wohnwagen letztes Mal. Bist du ein Fetch-Kollektron? Aha. Wuff, 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 genau. Ja, mal gucken, was wir jetzt davon haben, dann den Feuerteufel beizutreten. Huch. Du bist aber auf unserer Seite, oder? Also der hier nicht, das ist klar. Und die sieht ja schon mal... Ist ein Plünderer, aber ein netter Plünderer. Na gut. Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Ausrüstungsticket ausgegeben. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Ja. Da war ja einiges los. Achso, ich muss dem gar nicht folgen. Hol dir deine Ausrüstung ab. Achso, hier. Okay. Dann, machen wir das doch mal. Achso, das andere ist noch der Honig. Den könnten wir eigentlich auch mal hier wieder... umschalten. Den brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Sondern wir gucken jetzt erstmal, dass wir jetzt die Ausrüstung kriegen. Da hinten, wo es qualmt. Ja, das passt gut zu den Feuerteufeln. Schön, dass das hier die Feuerwehrleute sind und nicht die, die den Brand legen, wie es ja eigentlich sonst immer dann heißt. Okay, und das sieht auch interessant aus. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Bisschen heiß aus hier. Kochen kann man. Da geht's irgendwie rein. Warning Danger Underground Mine Fire. Okay, da brennt's also auch. Okay, hier haben wir schon mal eine Powerrüstung. Nehmen wir mal an, dass das zur Ausrüstung gehört. Keine Energie. Natürlich ärgerlich. Ausrüstungsausgabe. Aktivieren. Feuerteufelhelm. Ticket für Feuerteufelausrüstung. Patrone. Wir kriegen jetzt noch das Holoband. Haben wir doch bestimmt bekommen. Das geht mir ein bisschen auf den Keks hier. Achso, das ist auch nur ein Gestell. Da ist noch keine, das ist keine Rüstung dran oder so. Das ist das reine Gestell. Und ein Gestell haben wir ja im Grunde schon. Ja. Okay. Dann. Stand. Uniform, Trainingspistole, antiverbrannten Trainingspistole. Ne, wir haben hier das Holoband, haben wir noch gar nicht. Oder doch? Wo ist denn das dann? Diverses Holos. Da. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein Stückchen Hölle auf Erden und alle Verbrannten überleben, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Ich weiß, dass das extrem ist, aber wir müssen wissen, ob du es packst, bevor ein halbes Dutzend anderer Leute sich auf dich verlässt. Allerdings gehst du nicht mit leeren Händen rein. Neben deinem Anzug hast du auch noch eine modifizierte 10 mm. Wir haben herausgefunden, dass die Verbrannten abgereichertes Ultrazit überhaupt nicht mögen.
Also haben wir einen Ausflug zum AMS-Hauptsitz gemacht, um rauszukriegen, wie man das Zeug herstellt. Effektiver kann man sie nicht erledigen. So, Zeit zu beweisen, dass du es sinnvoll einsetzen kannst. Anzug an, bereit machen und ausrücken, Rekrut. Der macht mehr Schaden gegen Verbrannte. Ausrüstung wurde in dein Inventar zurückbefördert. Warum? Möchte ich nicht. Wir haben schon einen Chassis, die sind mir zu schwer. Na gut, dann gehen wir mal rein. Probieren es trotzdem erstmal hier mit. Weil selbst damit machen wir mehr Schaden. Okay, wir müssen ja nur zur Notbarke kommen. Wo auch immer die sich befindet. Okay, was sollen wir hier benutzen? Warnung, nicht betreten. Die Türenversteuerung brauchen wir nicht, denn die Tür ist offen. Ich habe jetzt extra den Feuerwehrhelm aufgesetzt, weil der ja gegen Krankheiten hilft. Vielleicht hilft er dann auch hier gegen den Rauch. Ich weiß nicht, ob man da sonst Schaden nehmen würde. Die Rüstung, die Feuerwehrrüstung ist dann lediglich optisch. Ja, eigentlich ist ja alles ganz entspannt hier, bis auf den Kollegen da vorne. Kommt dann bestimmt gleich. Also ist bestimmt so gedacht, dass man jetzt hier die Feuerwehrrüstung nimmt, aber die Verbrandpistole nimmt. Aber wir machen hiermit, glaube ich, mehr Schaden. Eine Schrotpatron dabei. Eine Kaffeetasse. So, bisher ist das alles hier recht entspannt. Okay, der war schon tot. Bei denen weiß man ja immer nicht, ne? Die stellen sich ja auch gerne mal tot. Oh, hier hat es einer nicht geschafft. Hätten wir hier auch einfach eine Gasmaske nehmen können und bräuchten gar nicht eine Feuerwehrhelm. Das können wir uns dann nochmal angucken. Bei einem Minengebiet braucht man das dann auch tatsächlich. Oh,
Wir können einmal den ganzen Schrott verwerten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal schön drauf. Aua. Ah, hier stehe ich nicht gut. Da stand ich genau in der Mitte zwischen den ganzen Leuten. Aber kritisch hier. Vielleicht. Oder auch nicht. Krüppel sind wir jetzt. So, gleich wird er was gegen machen. Wahrscheinlich kriege ich gleich eh. So. Ja, wir machen da gleich was gegen. Nee, das war's nicht. Wie konnte ich hier nochmal das Rad öffnen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ach, mit F war das. So, haben wir jetzt mal so ein verdünntes Stimpack rein. Vielleicht brauchen wir die auch bald gar nicht mehr verdünnen, wenn ich mir das so angucke. Bevor wir hier weitergehen, gehen wir erstmal zum Punkt, wo wir überhaupt hin müssen. Das ist nämlich hier. Gut, der hat es auch nicht geschafft. Max und Rita. Eintrag 3. Silvester hat das Team vor einiger Zeit verlassen. Nur Minuten nachdem er fort war, hörten wir seine Schreie durch die Niederhallen. Nur Rita und ich sind übrig. Trotz aller Gefahren haben wir irgendwie die Notbarke erreicht. Wir haben es geschafft. Was passiert, wenn wir das Signal aktivieren? Oh je, ich habe dann ein ganz mieses Gefühl. Keine Ahnung. Wir sollten wohl einen Hinweis von Melody Larkin erhalten, wie wir hier hinauskommen. Mhm, bestimmt. Es gibt keinen Grund, hier rumzustehen und... Ups. Jetzt geht's bestimmt lustig. Armer. Komm her. Aua. Oh, der hat gezwiebelt. Schade, dass die Brandaxt nicht besser ist als unser Vorschlaghammer hier. Sehr gut. Hm. Hören die einfach jetzt irgendwann auf zu spawnen oder kommen die durch die Notbarke jetzt immer mehr an? Und kommen wir hier vielleicht auch irgendwo anders raus? Das ist dann wieder die nächste Frage. Oder müssen wir wieder ganz zurück? Wir gucken einfach mal, was hier oben auf uns wartet. Ein Lagerraum. Hallo. Okay, Gegenstände verwerten. Zack. Sehr gut. Ah, das sieht doch gut aus. Hier kommen wir schön hoch. Wir kommen hier schön hoch, sagte ich. Hör doch mal zu. Was? Was sagen, da war doch noch einer. Orientierung. Da geht's raus. Ich würde aber schon noch mal interessieren, was da oben noch auf uns wartet. Eine Laborstation. Aber kein Ausgang. Alles klar. Dann gehen wir wieder runter. Hier müsste es jetzt Richtung Ausgang gehen. Dann sind wir doch einmal im Kreis gelaufen. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Ah, das hat schon was. Irgendwie so dieses brennende Bergwerk.
Dabei haben wir doch jetzt gelernt, dass wir gar nicht in ein brennendes Bergwerk reingehen sollen. Schwarzes Titan. Okay. Aua. Wozu auch immer das gut ist. Aber nichts mehr raus hier. Vielleicht nehmen wir wieder ein Stimpack. Ah, das ist der Gang, wo ich dachte, oh, ob wir da durchkommen. Und dann bin ich doch lieber den anderen gegangen. Hätte dann natürlich auch da lang gehen können. Aber gut, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ist ja auch schön. Wahrscheinlich auch so gedacht. Mit Sicherheit ist er so gedacht. Nehmen wir nochmal so ein verdünntes Stimpack. Ah, ja, noch lohnt es sich einigermaßen, es zu verdünnen. Wobei, es verbraucht halt auch wieder Rohstoffe. Und, oder was ist da? Klo. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus. Und sind damit ein offizieller Feuerteufel. Vielleicht. Also burn die zurück. Okay, das Chassis steht da noch. Sehr gut. Wie gesagt, wir müssen noch eins im Inventar, in der Kiste haben. Dann brauchen wir jetzt hier keins. Die Power-Rüstung. Ich finde immer das UI so hässlich. Deswegen benutze ich die nicht so gern. Ah, wahrscheinlich kommt man irgendwann auch nicht mehr drum rum, welche zu benutzen. Mal auf dieses Schild da drauf gehen. Ja. Mann, Mann. Oh, da hat sogar ein Vogelhaus. Das man nicht looten kann. Okay, Matratze. Habe ich jetzt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Baseballschläger-Mod. Das Kiste ist nichts drin. Hier kommt jetzt einfach mal mit. Das Hirschleder auch. So, jetzt müssen wir eigentlich nur da runter. Oh, ich will eigentlich nicht runterfallen. Tut ja nicht Not, wenn wir auch hier lang kommen. Hat doch eine gewisse Höhe. Kein Risiko eingehen. Bernie! Alle Prüfungen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gebe Einweisungs-Holoband aus. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zur Feuerwache Charleston. Werden Sie es noch bereuen. Machen wir? Ich suche den richtigen Ort, um mich niederzulassen. Ja, mach das. Hallo. In meiner Freizeit lese ich gern Magazine. Hallo, in meiner Und Freizeit. Du? Hast du die schon mal gelesen? Ich gerne Sachen über den Schädel. Die sind für Kinder. Egal. Ach, sonst hätten wir vielleicht eins gekriegt. Das war wahrscheinlich eine doofe Antwort. Egal. Brauchen wir nicht. Hier sind es ja leider auch immer nur temporäre Sachen. Da gibt mir ja, jetzt brauche ich das gerade nicht. Und wuppdiwupp habe ich es vergessen. Also wieder zurück zur Feuerwache. Digga, wir sind bei 19 Minuten. Oh, das können wir auch eben zu Fuß machen. Was ist das eigentlich jetzt für ein Symbol? Aha. 396. Na gut, wenn ich es nach der Beta weitergespielt hätte und dann auch recht regelmäßig. Naja, hätte auch was in dem Levelbereich draus werden können. Die Let's Play-Folgen das schon gewesen wären. Täglich.
3 Jahre lang eine Folge. Über 1000 Folgen werden wir dann schon gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jetzt so viele werden, aber wer weiß. Momentan macht es ja schon Spaß, alle paar Tage mal ein bisschen zu spielen. Ach, verstecktes Aufsehers. Deswegen waren wir hier. Deswegen waren wir hier. Wieso sind wir denn dann nicht beigetreten? Verstehe ich nicht. Wir hätten doch locker beitreten können. Ach, wir müssen eine Etage höher. Wo geht's nochmal hoch? Hier geht's hoch. Hier waren wir schon mal. Neuen Feuerteufel registrieren. Wäre einfach Benutzerfreigabe Bauplanarchiv freigegeben. Okay, Sie haben eine neue Nachricht. Bitte melden Sie sich im Einsatzzentrum. Bauplanarchiv. Bauplanausgabecodes können vom zuständigen Sergeant angefordert werden. Standardwaffen, Unterstützung, Schrotflinten, Gewehre. Aber mal Standardwaffen. Verschluss des verbrannten Killers. 10 mm, 10 mm MP Sturmgewehr. Unterstützung. Karte aktualisiert, Big Ben Tunnel West. Schrotflinten. Benutzerzugang verweigert. Schade. Gewehre. Also dann konnte man sich ja wahrscheinlich eins aussuchen. Ja, Nahkampfwaffen gibt es leider nicht. Haben wir jetzt hier als Dings gekriegt, oder? Nee, haben wir nicht. Gut. Nicht als Bauplan, sondern... Also, nicht als freischaltbares Rezept. Hör dir die Prioritätsmitteilung an. Entstehen 8, 100, 1000 Unterstützungsanfragen aus. Eine wichtige Anfrage entdeckt. Greife darauf zu. Maria, Melody, wer auch immer da unten ist, hier spricht Madigan. Ich bin mit einem Bericht überfällig. Ich bin hier oben außerhalb von Top of the World. Und habe etwas gefunden. Etwas, das alles verändern könnte. Frag mich nicht, wo ich das her habe. Aber ich brauche Verstärkung. Und zwar schnell. Die besten Schützen, die ihr entbehren könnt. Meldet euch so bald wie möglich auf dieser Frequenz. Madigan Ende. Okay, wir haben es geschafft. Oh, Level up. Score-Rang aufgestiegen. 15. Metallrüstung, Brustteil. Das könnten wir uns nochmal angucken. Das könnten wir gebrauchen. Das fehlende Glied. Finde heraus, was aus Madigan geworden ist und führe seine wichtige Mission im Kampf gegen die Verbrannten fort. Das machen wir. So, jetzt haben wir erstmal hier einiges zu tun. Wir haben einen Stufenaufstieg. Wir machen Endurance. Deine Gesundheit, genau, die Gesundheit, die wollten wir haben. Und wir können dann eigentlich hier auch wieder einen auswählen. Alle Getränke löschen 25% mehr Durst, den könnten wir also auf Maximum bringen. Häusli, wenn ich in einem Lager oder nicht, das ist nett. Aber eigentlich auch nicht mehr als das. Den haben wir schon auf Maximum. Gut, Chems will ich eigentlich nicht benutzen. Das sind wir zu selten. Das ist okay. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das wird ja schon. Okay, das ist nett. Ja, also irgendwie mehr als nett habe ich jetzt hier irgendwie nicht. Dann werden wir den jetzt noch auf Maximum bringen. Nee,
das will ich nicht. Ach so, doch. Ah, Moment. Wir haben einen ungenutzten. Warte mal, was hatten wir jetzt hier eigentlich? Ne, das hatten wir jetzt hier alles richtig gemacht, genau. Ist klar. Man könnte auch überlegen, die Reiseapotheke hier nochmal durch einen Schläger oder einen Barbar zu ändern. Wir werden jetzt den Rang erhöhen, aber erstmal nur um 1. Okay, das heißt, nächstes Mal könnte man überlegen, ruhig Endurance wieder zu verbessern. Dass wir dann auch das Dromedar auf 3 kriegen. Und hier dann gegebenenfalls die Reiseapotheke rausnehmen und dann hier nochmal einen erhöhen. Zum Beispiel den Barbar oder den Kampfkünstler. Ja, wäre eine Idee wert. Apropos Durst. Essen, trinken. Schlammbohnensuppe. Achso, ich sortiere mir das hier wieder nach Dorben. Wenn wir nämlich jetzt hier die Ameise noch auffuttern. Oh, die Suppe, das wäre natürlich auch gut gewesen, aber dann nehmen wir halt den Saft. Irgendwas anderes gegessen? Ah. Gut. Obwohl doch, die Boni haben wir schon häufig mit gut genährt und so. Feuer, Teufel, anwesend, hoffentlich zeigen sie es diesen Verbrannten. So, was hat der denn Schönes? Teure Sachen. Richtig teure Sachen. Baseballschläger. Hier wäre es halt echt gut, mal zu sehen, was die bringen. Ob sich das eine lohnende Investition ist oder nicht. Heißt sie willkommen, Vault-Bewohner. Gut, kann ich nicht beurteilen. Dass wir es nach Charleston geschafft haben. Kann ich einfach nicht beurteilen. Na gut. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach ja, ich wollte hier noch... Ach, wir sind noch gar nicht fertig. Oh, Moment, wir sind doch einen Score-Rang aufgestiegen. Ah ne, das war's nicht. Dann gehen wir mal dahin. Spielbrett. Und jetzt können wir hier erfordern. Gut, plus 5% Score-Boost haben wir halt nicht. Aber wir haben ein Skill-Karten-Paket. Oh, dann können wir das jetzt ja schon machen mit den Skill-Karten. Toll, dieses Mal gibt's Feuerwerk. Yay! Das ist dann schon interessanter. Skills. Möchtest du es öffnen? Ja. So, wir kriegen Schrotflinte. Noch ein Durstlöscher. Tennisspieler sind äußerst wortkarg. Nach 3 Sätzen ist in der Regel Schluss. Ja. Gucken wir nochmal, ob wir jetzt hier was Schönes bekommen haben. Die Stadt hat einiges durchgemacht. Durstlöscher und Bleimagen haben fast das gleiche Bild. Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50% mehr. Das ist natürlich auch richtig gut. Den nehmen wir mal rein. Das gefällt mir. Doch mal nochmal Charisma steigern. Ah, deswegen haben wir so ein gutes Simpex. Durchgängigkeit. Behalten wir so und da haben wir auch nichts weiter. Na gut. Dann aber jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.